Sicherheit suchen, Zuflucht nehmen, das ist das Thema des heutigen Vortrages. Und meine Betrachtungen setzen da an, wo wir uns befinden im menschlichen Leben, in der menschlichen Lebenssituation. Und die ist geprägt von Sorge, Unsicherheit, Ungeborgenheit, Angst, Orientierungslosigkeit. Das macht sich sehr unterschiedlich zeigen. Der eine hat Angst davor, dass er seinen Job zum Jahresende verliert. Andere fragt sich, was mit dieser Finanzkrise noch werden soll, ob das Geld, wenn man denn welches hat, uns noch eine Weile zur Verfügung steht. Dritter fragt sich, ob die Beziehung, in der er oder sie gerade ist, ob die noch länger Bestand hat. Anderer fürchtet sich, was mit dieser Umweltverschmutzung sein wird. Andere hat Angst, dass es vielleicht wieder Krieg gibt, wie auch immer. Oder mehr existenziell ausgesprochen, man fürchtet sich vor Krankheiten, die man noch nicht hat und hat Sorge mit Krankheiten, die man schon hat. Man ist entweder schon ein bisschen alt oder denkt, was wird da auf mich zukommen, wenn ich mal alt werde. Also tausend Dinge, wo sich diese Ungeborgenheit zeigt. Und was da aufkommt, ist eine ganz normale Reaktion. Man fragt sich, wie kann es anders sein? Wo kann ich einen sicheren Halt in diesem Leben finden? Und so wie sehr viele menschliche Charaktere, Typen, Menschenarten gibt, so unterschiedlich sind die Strategien, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und zwei Grundstrategien gibt es. Die einen wollen innerhalb des Systems von Welt gucken, dass sie zurechtkommen. Und die anderen versuchen, eine weitere Dimension in ihr Leben hineinzubringen, die spirituelle Dimension, um zu schauen, ob da vielleicht mehr zu haben und zu finden ist. Und ich fange mal an, ein paar von unseren üblichen Zufluchten aufzuzählen und zu charakterisieren, also die Bereiche, wo wir normalerweise Sicherheit finden und erhoffen. Das erste sind die sozialen Kontakte. Jeder Mensch weiß, dass da, wo man zusammen ist, man besser mit den Dingen zurechtkommt, als wenn man alleine ist, auf sich angestellt oder angewiesen ist. Ja, es ist das Übliche, dass man einen Partner, eine Partnerin hat, dass man in der Familie lebt oder dass man sich einem Verein anschließt, dass man Freundschaften eingeht, dass man einem Interessenverband sich zugehörig fühlt, was auch immer. Oder in der größeren allgemeinen Dimension von Gesellschaft und Staat, dass man sagt, da gehöre ich dazu und da geht es einfacher. Zweite Alternative ist, dass wir Sicherheit suchen und finden in dem, was wir tun. Wenn wir stellen fest, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein könnte und wie sie sein sollte, und wir haben die Vorstellung, da müssen wir einfach was verändern, da müssen wir einfach so tun und so einwirken auf diese Welt, dass am Ende sie so aussieht, wie wir sie gerne brauchen. Also ist die Absicht, mit Mühe und Anstrengungen für bessere Lebensumstände zu sorgen. Man muss das Richtige tun, damit das Richtige rauskommt, um Gefahren abzuwenden. Und die Hoffnung ist, irgendwann ist mein Leben mal so gestaltet, wie ich das hätte und brauche. Und auch da sehen wir das auf den verschiedenen Ebenen. Gesellschaftlich versuchen wir durch Fortentwicklung von Technik uns das Leben angenehmer, besser und sicherer zu gestalten. Wir suchen nach neuen Formen des Wirtschaftens, nicht Umgestaltung unserer Ökonomie, Veränderung der sozialen Systeme, alles darauf hinaus, ja, unser Leben handhabbarer zu machen. Und dasselbe auch individuell, ganz banal ausgedrückt. Wir gucken darauf, dass die Wohnung ordentlich ist, dass Haus, Hof, Garten, Auto, alles gepflegt in Ordnung ist. Wir kümmern uns um einen Beruf, der unser Einkommen sichern soll. Und gestalten unser Leben so mit unseren Fähigkeiten, unseren Tätigkeiten, wie wir es gerne hätten. Sparen, fürs Alter vorsorgen, das sind all diese tausend kleinen Dinge, die uns durch den Kopf gehen. Und dahinter steht immer die Idee, mach das Richtige und dann kommt auch was Richtiges dabei raus. Und ganz in dieser Nähe ist auch die Haltung, dass man über Besitz und materielle Ausstattung so etwas wie Sicherheit in seinem Leben sucht. Also über die Verfügbarkeit von Dingen, von Gegenständen, von weltlichen Angelegenheiten
Über diese Verfügbarkeit suchen wir einen Halt, eine Orientierung, eine Festigkeit. Also wenn man sagt, ich habe Vermögen, ich habe was auf der hohen Kante, ich habe Haus und Hof, dann habe ich das Empfinden, ja, da habe ich eine Stabilität, eine Sicherheit. Eine andere Strategie, ganz in der Nähe davon, ist die Frage, ob ich durch Wunscherfüllung sowas wie einen existenziellen Haltegriff habe. Mir geht's gut, ich fühle mich wohl, alles ist in Ordnung, wenn ich die Wünsche, die ich habe, wenn ich mir die erfüllen kann. Also wenn ich über Befriedigung von Bedürfnissen, über das Ergreifen von Dingen, ja, das bekomme, was ich brauche oder was ich glaube zu brauchen. Das ist die fünffache Freude, die unsere Körpersinne liefern, die dieses Ergebnis im Idealfall haben. Eine andere Strategie ist, auf das eigene Ich zu bauen. Nicht? Eben hat man von der Welt gesprochen, das, was da draußen abgeht. Jetzt geht es um uns selbst. Da gibt es Menschen, die das Gefühl haben, ja, alles geht drunter und drüber, alles bewegt sich und rast und strömt in dieser Welt. Aber es gibt einen Fixpunkt, etwas, was sich nie verändert. Das ist tief in mir drin. Das nennt man Seele, ich selbst, wie auch immer. Das ist etwas, was unveränderlich bleibt. Es ist die Hoffnung, da einen Anker in sich zu finden. Oder etwas banaler ausgedrückt, der Versuch, durch Ego-Bestätigung Sicherheit zu haben. Wenn ich anerkannt bin, ist alles gut. Wenn die Menschen mich achten, ist alles gut. Ja, wenn ich sozusagen eine Rolle spiele in dieser Gesellschaft, wenn mein Ich irgendwie gekitzelt wird, ist alles bestens. Und eine Variante davon ist das Vertrauen in die eigene Stärke, in die eigene Kraft. Man muss nur auf das Potenzial, das man hat, setzen, das sozusagen fördern und damit den Weg der Sicherheit gehen. Es schließt auch ein unter Umständen, dass dieses Ego sich gegenüber anderen Ego durchsetzt, durchsetzen will und durchsetzen muss, unter Umständen auch rücksichtslos ist. Eine andere Art von weltlicher Zuflucht sind Ideen und Vorstellungen. Das ist dann, wenn wir uns auf unseren Geist verlassen, auf seine Produkte und seine Fähigkeiten und das Gefühl haben, wenn ich nur verstehe, um was es geht in dieser Welt, dann kommt alles in Ordnung. Wenn ich also durchschaue, wenn ich weiß, um was es geht, wenn ich die Gesetzmäßigkeiten der Existenz verstanden habe, dann kann ich mir sowas wie Sicherheit bauen. Das betrifft alle Lebensbereiche, ob es der eigene Beruf ist. Wenn ich mich da auskenne, kann mir nichts passieren. Ob ich im Gesellschaftlichen mich umgucke, irgendeine Wissenschaft betreibe oder irgendein Experte auf irgendeinem Gebiet bin. Der Versuch ist immer, durch Wissen, Verständnis, Einsicht unsere Lebenssituation in den Griff zu kriegen. Früher hat man gesagt, Wissen ist Macht. Ja? Wenn ich genügend Wissen habe, habe ich Einfluss auf die Umstände, habe ich Einfluss auf die Lebenssituation, habe ich Einfluss auf Menschen, kann sie im positiven wie im negativen Sinne mobilisieren und manipulieren. Eine ganz schöne Variante von Zuflucht ist auch die Zuflucht in die Zukunft. Wir merken, dass es im Moment nicht funktioniert. Und was bleibt übrig? Es wird irgendwann einmal so sein. Wenn es heute nicht funktioniert, dann später. Die Hoffnung auf ein gefahrloses Leben irgendwann, wenn nicht heute, dann morgen. Die Sicherheit, die dadurch entsteht, ist in unseren Träumen, in unseren Vorstellungen, Planungen, Ideen, Hoffnung. Dahinter steht immer das Stichwort, wenn erst einmal. Ja. Also wenn erst einmal die Wirtschaftskrise rum ist. Dann wird alles in Ordnung, wenn ich erstmal befördert bin. Ja. Wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner gefunden habe, den ich brauche, oder die alte Partnerschaft los bin, dann wird alles in Ordnung kommen. Oder wenn dieses Jahr erstmal vorbei ist, wenn dieses Seminar erstmal vorbei ist, dann starte ich durch. Und eine schöne Variante davon ist auch, die Zuflucht in der Vergangenheit zu suchen. Ja. Ach, früher. Da war doch alles besser. Da war es noch schön. Da war die Welt noch in Ordnung, aber heute. Aber immer ist es irgendein Versuch, eine Variante, mit den Unsicherheiten dieser Existenz zurechtzukommen. Es ist üblich und jeder von uns hat da seine Spezialität.
Und die Frage ist jetzt, wie der Buddha mit seinem analytischen Blick diese Zufluchten beurteilt, wie er sie analysiert, was er davon hält. Das will ich mal versuchen darzustellen. Im Grunde ist all das, was ich an Beispielen genannt habe, der Versuch, in dieser Welt Sicherheit und Halt zu finden, in dem, was da draußen sich tut. Der Buddha nennt diese Art von Sicherheitssuche das Suchen durch Ergreifen, durch Festhalten, durch Haben wollen, durch Besitzen wollen. Und in Pali, um das auch mal ein bisschen profimäßig zu machen, heißt das Upadana, das Greifen nach äußeren Dingen. Und wenn man das analysiert, und der Buddha hat das sehr präzise gemacht, wird man feststellen, dass dieses Greifen eine vierfache Art und Weise hat. Es gibt vier Varianten, wie wir nach dieser Existenz greifen. Das eine ist das Verlangen nach Wunscherfüllung, Kam Upadana, nicht sich aus dieser Welt das holen, was unsere Sinne befriedigt, haben wollen, besitzen wollen. Zweites ist Ziel Upadana, das Greifen nach richtigen Verhaltensweisen, das sich Verlassen auf die Gestaltbarkeit, Machbarkeit von Existenz. Ich muss nur richtig tun, dann kommt auch das Richtige raus. Die vierte Art, nach Welt zu greifen, ist Dit Upadana, das Greifen nach Ansichten, Ideen, Vorstellungen, ja, so Spleens, irgendwelche fixen Ideen, die wir im Kopf haben und da Sicherheit draus erwarten. Das Letzte, das ist das Schönste, das Gefährlichste zugleich, nicht Atavat Upadana, das Ergreifen von Ich-Vorstellungen, das sich Verlassen auf ein angebliches Selbst, auf etwas, was dauerhaft und was bleibend ist. Selbstbehauptung ist das Stichwort in dem Zusammenhang. Die Frage, wie kommen wir damit zurecht? Wie weit kommen wir mit diesen vier Formen von Greifen nach der Welt? Zunächst müssen wir mal feststellen, dass diese Art und Weise des Anhaftens an der Existenz genau die Art und Weise ist, der wir unterliegen. Das ist unsere Lebenssituation. Wir sind irgendwo in diesen vier Elementen mittendrin. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Diese Art und Weise, mit Ich und Welt umzugehen, hat sich im Laufe unseres Lebens unglaublich verfestigt. Da sind solche Gewohnheitsmuster und Gewohnheitsenergien drin, dass wir das nicht von heute auf morgen abschütteln, selbst wenn wir erkennen, dass das keinen wahren Halt bietet, dass da keine Sicherheit vorhanden sein kann. Sondern das kann man nur mit einigermaßen Mühe und Anstrengung überwinden. Läuft nicht so ohne weiteres. Aber das Zweite ist auch ein Stück positiv. All das, worüber ich eben gesprochen habe, sind angewöhnte Dinge, sind angewöhnte Verhaltensweisen. Das alles ist nicht in Stein gemeißelt. Und das bedeutet, da ist auch das Veränderungspotenzial drin. Alles, was geworden ist, kann man sich auch wieder abgewöhnen, was man sich angewöhnt hat, wird man auch wieder los. Und die Tatsache, dass wir in diesen Dingen immer wieder auch Enttäuschungen erleben, gibt uns ja auch permanent, wenn wir denn einigermaßen achtsam sind, auch den Hinweis, guck da mal näher hin, die Dinge laufen doch nicht glatt, guck, ob es nicht eine bessere Alternative dazu gibt. Und ich will nur ein paar wenige Beispiele mal nennen, sozusagen Beispiele, die uns der Buddha vor Augen führt, um zu zeigen, inwieweit unsere angewöhnten, üblichen Zufluchten reichen, wo sie ihre Knackpunkte, wo sie ihre Mängel haben. Also eine ist, was uns sehr nahe ist, unsere eigene Körperlichkeit. Zumindest wenn man jung ist, oder meistens wenn man jung ist, hat man den Eindruck, da ist sowas wie Stabilität, nicht Verlässlichkeit, vielleicht auch was wie Kraft und Schönheit. Man hat das dumpfe Empfinden, das ist so. Und im Laufe der Jahre merkt man, dass diese Körperlichkeit keineswegs diese Verlässlichkeit hat. Der Körper verändert sich.
Und im Laufe der Jahre verändert es sich eben nicht zum Besseren, sondern eher zum Schlechteren. Ja, die Körperfunktionen sind nicht mehr wie früher verfügbar. Die Kraft ist nicht mehr so verfügbar. Beweglichkeit, von Krankheiten gar nicht zu reden und von Tod schon überhaupt nicht zu reden. Ja? Also diese Zuflucht, ich und mein Körper, ist eine, die garantiert uns in die Wand fahren lässt, weil da keine Festigkeit, kein Halt drin ist. Da gibt es ein schönes Gleichnis, über das wir morgen oder übermorgen nochmal reden. Der Körper wird mit einer Schaumblase beschrieben oder umschrieben. Nicht? Ein Schaumball, wenn man den aus der Entfernung sieht, sieht der recht stabil aus. Aber wenn man hinguckt, näher hinschaut, sieht man, da ist nur Luft, das sind nur Bläschen, da ist also keine wirkliche Substanz dabei. Ein zweiter Aspekt ist, wie weit kommen wir mit unserer Strategie, die Welt sinnlich zu genießen? Da hat jeder seine positiven Erfahrungen. Wir alle haben im Laufe des Lebens oft und oft mitgekriegt, dass bestimmte Dinge und Erlebnisse toll sind, angenehme Gefühle erzeugen, dass wir sie fantastisch finden und wieder haben wollen. Aber die Frage ist, wie weit kommen wir damit? Was kommt unterm Strich raus? Und unterm Strich, sagt der Buddha, sind sinnliche Genüsse nichts anderes als abgeschabte Knochen. Da ist nichts dran, ja? Diese Knochen riechen vielleicht ein bisschen nach Fleisch. Das ist keine Substanz. Und wer an einem abgenagten Knochen rumkaut, das kann er den ganzen Tag machen, er wird nicht satt. Heißt auf Deutsch, dass die Strategie, zu Frieden, zur Sicherheit, über die sinnliche Befriedigung zu kommen oder kommen zu wollen, eine Strategie ist, die nie aufgehen wird, nie aufgehen kann. Trotzdem tun wir fast nichts anderes in unserem Leben, als genau das herstellen zu wollen oder das erreichen zu wollen. Funktioniert nicht. Ein drittes Beispiel noch, unsere eigene Aktivität. Wenn wir unser Leben betrachten, bestand das aus Tun. Ja, freiwillig oder gezwungen, immer irgendwas zu tun, zu erledigen, zu arbeiten. Wohin hat das geführt? Wir heute noch in derselben Situation waren, wie sind, wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Es nimmt sozusagen kein Ende, weil keine Art von Tätigkeit, keine Art von Anstrengung, sei es im Denken, sei es im Reden, sei es im Handeln, eine Situation herstellen kann, wo es am Ende heißt, okay, so ist es, so bleibt es. Schluss. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, ein schönes Gleichnis von der Bananenstaude. Wenn man einen Bananenstamm anschaut, sieht er von außen stabil aus. Fest, sozusagen handfest. Und wenn man das aufblättert, sind nur Blattscheiden, nicht ähnlich wie bei der Zwiebel. Wenn man die in der Hand hat, sieht die sehr kompakt aus, aber wenn man sie aufdröselt, ist kein Kern dabei. Man findet nichts Haltbares, sondern nur Schale. So ist es mit unserer Aktivität. Da ist die spannende Frage natürlich, wenn all das so ist, und das klingt ja erst ein bisschen deprimierend, also überall da, wo wir unsere Lebensstrategien uns anschauen und wirklich ein bisschen kritisch sind, überall da müssen wir feststellen, dass das nicht wirklich zielführend ist. Da erhebt sich selbstverständlich die Frage, welche Alternativen gibt es denn? Gibt es denn Alternativen oder sind wir da ausgeliefert? Und da gibt es erstmal ganz allgemein ausgesprochen, gibt es eine Alternative. Entweder wir machen sofort wie bisher, wir gucken einfach weg, wir nehmen das nicht zur Kenntnis, was wir da gehört haben oder was uns da als wahr irgendwo erscheint, wir gucken weg. Oder aber wir sagen, okay, jetzt gilt's, jetzt nehme ich das auf mich und werde mein Leben auf eine andere Grundlage stellen. Ist die Alternative zwischen einem normalen weltlichen Leben und einem Leben mit einer spirituellen Dimension, vielleicht sogar mit einer buddhistischen Grundlage. Und das ist der Weg, der möglich ist, die Alternative, die möglich ist, Zuflucht zu nehmen zu etwas, was all diese Mängel transzendiert, was jenseits davon ist. Und deshalb will ich jetzt darüber reden, welche Zufluchten es denn gibt, die Hand und Fuß haben, die zielführend sind.
Wer ein bisschen buddhistisch orientiert ist, weiß sofort, oder vielleicht fällt es euch sofort ein, dass es im Buddhistischen eine dreifache Zuflucht gibt. Die Zuflucht zu Buddha, zu Dhamma und zu Sangha. Das heißt, eine Hinwendung zu diesen drei Dingen und nicht die Hinwendung zu den Dingen, über die ich vorher gesprochen habe. Zuflucht zu Buddha, was heißt das? Wenn wir an Buddha denken, denken wir erst an den historischen Buddha und sagen, okay, meine Zuflucht ist, das ist jetzt mein Chef, das ist jetzt mein Lehrer. Warum? Weil er eine herausragende Persönlichkeit war, mit herausragenden, sozusagen einmaligen Erfahrungen, die er gemacht hat und die er als genialer Lehrer weitergegeben hat. Das kann man als Zufluchtnahme zum Buddha durchaus verstehen. Nur ist er seit 2500 Jahren tot. Also so eine direkte Hinneigung, Hinwendung ist nicht möglich. Da sollten wir sehen, dass diese Zuflucht auf einer anderen Ebene stattfindet. Nicht die Person des Buddha als solches ist wichtig, sondern es ist in dem Fall die Hinwendung zu dem Potenzial des Erwachens in uns selbst. Weil der Buddha ein Potenzial, das jeder Mensch hat, genutzt hat, um ein Erwachter zu werden. Und Zuflucht nehmen heißt, zu gucken, wo ist denn dieses Potenzial in mir auch. Zweiter Punkt ist Zuflucht zu Dhamma. Dhamma heißt erstmal die Lehre. Also ich nehme Zuflucht zur Lehre des Buddha. Das ist auch logisch, weil es nicht so sehr um Personen geht, sondern das, was sie übermitteln, ist die Wahrheit über diese Existenz. Und bitte, da geht es auch nicht so sehr um philosophische Theorien und ausformulierte Wahrheiten, sondern die Zuflucht zum Dhamma heißt, die Zuflucht nehmen zur existenziellen Wahrheit, wie sie existiert. Und die existiert sogar ohne den Buddha. Die Wahrheit ist, die Wirklichkeit des Lebens, die Wirklichkeit der Existenz ist, wie sie ist. Und Zuflucht nehmen heißt hier, sich abzuwenden von den eigenen Meinungen, von den eigenen Vorstellungen, wie das Leben ist und sein sollte, und wirklich hinzuschauen, wie sich mit der Realität verhält. Die dritte Zuflucht ist die Zuflucht zu Sangha. Übersetze Zuflucht zur Buddha-Gemeinschaft. So, nun hat der Buddha ja vier Gemeinschaften gegründet, die der Nonnen, Mönche, der Laienanhänger und Laienanhängerinnen. So, das sind die vier. Und man könnte Zuflucht verstehen als, ja, da werde ich Mitglied in irgendeinem Verein. Irgendwann schreibe ich was, ja, und dann bin ich Mitglied, gehöre ich dazu, habe ich Zuflucht gemacht. Das wäre eine sehr äußerliche Variante, weil Zuflucht ja etwas ist, was mehr auf einer geistigen, spirituellen Ebene gemeint ist. Deshalb heißt es hier Zuflucht nehmen zu Menschen, die wie ich üben, ja, zu Menschen, die wie ich auf diesem Weg sind, die mir helfen können, denen ich helfen kann, wo man sich eine wechselseitige Situation der Unterstützung und Hilfe zukommen lässt. Und im Idealfall, man findet es ja leider nicht immer vor, aber im Idealfall ist das eine Hinwendung zu Menschen, die den entscheidenden Erkenntnisschritt schon getan haben. Die also schon drei Lektionen unter Umständen mehr als ich gelernt habe, damit ich da auch ein bisschen mehr Honig saugen kann. Das ist die Zuflucht zum Sangha. So, und wie nimmt man Zuflucht? Ja, kann man äußerlich sehen. Dann geht man zu einer Veranstaltung, zu einem Mönch, zu einer Puja hin und dann nimmt man förmlich die Zuflucht. Man rezitiert eine bestimmte Formel, nimmt ein paar Übungsaufgaben auf sich, die ethischen Regeln auf sich und sagt, so, jetzt bin ich Buddhist, wenn man sich sozusagen guten Gewissens das zuschreibt. Aber auch hier geht es natürlich nicht um äußerliche Dinge. Keine Unterschrift, keine Verbeugung und kein Räucherstäbchen und angezündete Kerze macht wirklich das aus, was diese Zufluchtnahme angeht, sondern es ist eine innere Entscheidung, eine innere Hinwendung zu einem anderen Leben hin. Das heißt konkret, dass man sich vornimmt, sein eigenes Leben umzugestalten und die verschiedenen Übungsformen und Übungsweisen, die der Buddha anbietet, zu seiner eigenen Übung auch zu machen, die in sein eigenes Leben aufzunehmen.
Jetzt will ich ein paar von diesen Vorschlägen euch unterbreiten, was der Buddha sagt an praktischer Möglichkeit, Zuflucht über die Formalitäten hinauszunehmen. Das Erste, was immer als Erstes genannt wird, und selbst wenn es einem auf den Nerv geht, das ist immer die Zuflucht zu ethischem Handeln. Das steht immer am Anfang. Und das bedeutet, dass ich meinen eigenen Alltag auf den Prüfstand stellen muss, dass ich mal gucken muss, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Denn Ethik ist immer eine Frage, wie geht ein Mensch mit einem anderen Menschen um? Wie ist das Verhältnis? Wie sind die Beziehungen zueinander? Und da ist die Grundorientierung übrigens in allen spirituellen Traditionen: Verhalte dich so, dass du andere nicht verletzt, willentlich, wissentlich, zum eigenen Vorteil. Es wird verschiedentlich sozusagen aufgesplittet und in einzelnen Beispielen dargestellt. Und im Buddhistischen sind das die fünf grundlegenden Verhaltensweisen, die fünf Sila, die man zur Übung nehmen soll. Ihr kennt sie alle. Nicht töten, das heißt körperliche Unversehrtheit des anderen gewährleisten. Nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben wird, das heißt den Besitz anderer Menschen nicht anzutasten. Kein sexuelles Fehlverhalten zu begehen, das heißt, bestehende Partnerschaften nicht zu zerstören und auch die Würde des möglichen Sexualpartners nicht anzutasten, sondern die Integrität zu bewahren. Das Vierte ist, mit der Wahrheit genauer umzugehen, nicht zu lügen, nicht willentlich, wissentlich Falsches in die Welt zu setzen. Und das Letzte ist die Übung, ja, den eigenen Geist nicht zu berauschen durch Alkohol oder irgendwelche Drogen oder bewusstseinstrübende Mittel. Warum? Weil der Geist, der eigene Geist, das wichtigste Instrument ist, über das wir verfügen. Wenn wir das kaputt machen, läuft alles andere schief. Das sind die fünf. Das sind die fünf Grundübungen. Und wer die nicht auf sich nimmt, wer den nicht wenigstens ab und zu mal einen Anlauf nimmt, darf sich nicht wirklich Buddhist nennen. So, was hat das aber jetzt mit Sicherheit zu tun? Das ist ja unsere Frage. Was hat das mit Geborgenheit oder Halt zu tun? Da gibt es einen sehr schönen Satz des Erwachten, der das klärt. Er sagt, diese fünf Sila sind fünf große Gaben, das sind Geschenke. Manchmal haben wir den Eindruck, dass es uns einengt, ja, dass es uns Vorschriften macht, uns bremst sozusagen dem, was wir wollen und tun. Aber hier heißt es, diese fünf sind fünf Gaben. Sie sind Gaben der Furchtfreiheit. Wer die fünf Sila einhält, gibt unnennbar vielen Menschen Furchtfreiheit. Sie brauchen keine Angst vor Feindschaft und Bedrückung zu haben. Ist auch ganz logisch. Wenn ich verzichte, Unheilsames zu tun, anderen Wesen Negatives anzutun, kann bei denen nur ein Gefühl der Befreiung auftauchen. Mein Körper, mein Leben ist unversehrt, mein Eigentum wird nicht angetastet, meine zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben intakt, ja, meine Wahrheit wird nicht verbogen, wird nicht hier behumst und beschummelt und mein Geist bleibt bei. Also wer das von anderen erfährt, diese Sicherheit, erfährt dadurch tatsächlich einen großen Schutz. Und der Witz dabei ist, dass jemand, der die Silas einhält, eben nicht nur anderen Menschen Schutz vor Angst und Sorge gibt, sondern sich umgekehrt auch selbst diesen Schutz zukommen lässt. Warum? Weil diese Welt eben nicht eine objektive Gegebenheit ist, sondern weil diese Welt die Situation von unseren Handlungen, von unserer inneren Haltung nur widerspiegelt. Das ist das Stichwort Karma. Die Welt spiegelt wieder, wie wir sind oder wie wir früher waren. Und deshalb ist die eigene Harmlosigkeit, die Übung, selbst harmlos im weitesten Sinne des Wortes zu werden, die beste Zukunftsinvestition. Wenn ich harmlos bin und an dieser Harmlosigkeit festhalte, bedeutet das, dass mir eine harmlose Welt in Zukunft entgegenkommt. Das ist eine geistige, eine existenzielle Gegebenheit, Gesetzmäßigkeit. Nur an einem Beispiel, das deutlich zu machen: Wenn ich verzichte, andere Menschen zu töten,
kann ich sicher sein auf Dauer, dass mir das Leben nicht gewaltsam genommen wird. Weil Leben und Handeln, Erleben und Handeln einen ganz engen Zusammenhang haben. Und unermesslich viele, könnte man sich fragen, warum gibt man unermesslich vielen Menschen Sicherheit? Ich habe immer nur eine begrenzte Begegnung. Das ist sehr menschlich gedacht, weil wir denken von der Geburt bis zum Tod. Aber der Buddha denkt sozusagen über diesen Zeitraum hinaus. Er denkt in der Dimension von Wiedergeburt und Fortexistenz. Und da sind es in der Tat unnennbar viele Menschen und Wesen, die uns schon begegnet sind. Und je nachdem, was wir ihnen gewährt oder nicht gewährt haben, können wir in etwa abschätzen, was uns an die Wesen, denen wir begegnen, was sie uns gewähren oder nicht gewähren. Zuflucht zu seiner guten Motivation nehmen ist der nächste Punkt. Ethisches Verhalten ist nämlich nicht an dem rein äußerlichen messbar, was man sieht, sondern ethisches Verhalten ist abhängig davon, welche innere Haltung man mit einer Tat verbindet, welche Absichten, welche Motive man mit einer Tat verbindet. Und da ist die Übung, dass man in drei Bereichen schaut, dass man seine innere Motivation ins Reine bringt. Das Erste, was uns immer sehr anhängt, mehr oder weniger, ist überspitzt formuliert Habsucht und Besitzgier. Haben wollen, raffen, brauchen. Da ist eine Übung, davon freier zu werden. Ich will gar nicht sagen, jetzt frei werden, sondern freier zu werden. Nicht so viel brauchen, nicht so viel haben müssen. Unabhängiger zu werden von äußeren Gegebenheiten. Was bringt es an Sicherheiten? Die Welt kann untergehen, wenn ich nicht von ihr abhängig bin. Ja? Und je mehr ich abhängig bin von den Dingen, umso mehr bin ich auch in der Situation der Unsicherheit, weil sich die Dinge ja permanent wandeln. Also, das Loslassen, das Freiwerden von Abhängigkeiten ist eine wichtige Übung. Das nächste berührt nochmal eng den ethischen Bereich. Da ist die Vorstellung, die Idee, Feindseligkeit zu überwinden. Jeder von uns hat diese Elemente in sich noch, von Aggression, von Abwehr, von Aversion, von Nichtmögen. Es muss nicht gravierend sich äußern, aber diese Haltung taucht immer noch in unserem Leben auf, mehr oder weniger. Und die Übung ist, da mehr in innere Haltungen zu kommen, die man mit Freundlichkeit, mit Wohlwollen, mit Güte, mit, wenn ihr wollt, Liebe bezeichnen will. Den anderen zu erkennen als ein Wesen, das auch nichts anderes will als ich, zufrieden und glücklich sein. Und der dritte Aspekt geistiger Schulung ist, oder inneren Schulung ist, Egozentriertheit zu überwinden. Und das ist mit das Schwierigste, weil wir so gewöhnt sind in diese Perspektive, hier bin ich, da sind die anderen. Und sehr gewöhnt sind, die Bedürftigkeiten des eigenen Ichs mehr zu sehen als die Bedürftigkeit der anderen, fällt uns das schwer, diesen Perspektivwechsel wahrzunehmen. Aber auch hier entsteht Sicherheit, indem ich die Bedürftigkeit der anderen mit ins Auge nehme, mitsehe, dass da dieselben Anliegen sind wie bei mir. Weil gemeinsam ist es leichter, gemeinsam ist es überhaupt nur möglich, den Weg der Befreiung zu gehen oder glücklich zu werden. Man kann nicht auf Kosten der anderen das tun. Also mitempfinden, Karuna, Erbarme, wie es im Christlichen heißt, ist sozusagen die dritte innere Haltung, von denen der Buddha sagt, dass sie den Menschen und allen Wesen Schutz und Sicherheit gewährt. Warum, ist jetzt die Frage, soll man Zuflucht zu diesen Haltungen nehmen? Nun, weil es eine innere Gesetzmäßigkeit gibt. Unsere Handlungen werden nämlich getragen von diesen Haltungen. Aus den Motiven, die ich habe, entsteht mein Handeln. Und aus dem Handeln, das ich sozusagen in die Welt hineinsetze, kehrt das Erleben, kehrt die Welt zu mir zurück. Das heißt, je nachdem, wie meine Herzensqualitäten sind, die Qualitäten meines inneren Sinns, ob die hell oder dunkel sind, ob die auf Freundlichkeit basieren oder auf Aggression basieren,
aus diesen inneren Haltungen gehen notwendigerweise unsere äußeren Erfahrungen, unsere äußeren Erlebnisse hervor. Das heißt, ein helles Innere ist der beste Schutz, die beste Garantie dafür, dass ein helles Äußeres, eine helle Welt erscheint. Den nächsten Aspekt nenne ich Zuflucht zu geistiger Klarheit und Besonnenheit nehmen. Dahinter steckt die Möglichkeit, dass wir unsere geistigen Potenziale, die geistigen Potenziale besser zur Entfaltung bringen. Das heißt zunächst, dass wir mehr Achtsamkeit und Besonnenheit in unseren Alltag hineinbringen. Das heißt, mitkriegen erstmal, rein vom Geistigen her, mitkriegen, was passiert denn eigentlich im Moment. Da sind wir in der Lage, verschiedene Prüfungen anzustellen. Also eine ist zu schauen, sind die Handlungen, die ich begehe, sind die in Ordnung? Oder schade ich mir selbst und schade anderen damit? Sind die Gedanken, die ich habe im Moment, sind die in Ordnung? Sind meine Motive, aus denen heraus ich handle, sind die koscher sozusagen? Oder ist da Mangel? Also wo geht's hin mit mir? Was läuft mit mir? Was habe ich vor? Und dann die Frage, das, was ich praktisch tue, meine Handlungen, stimmt denn das überein mit dem, was ich will? Sind denn das angemessene Verhaltensweisen? Sind die Methoden, die ich anwende, sind die denn zielführend? Passt denn das mit meinem Inneren zusammen? Und da entsteht Sicherheit durch Souveränität. Denn je stärker unsere Achtsamkeit entwickelt ist, je stärker unsere Wachheit entwickelt ist, unsere geistige Präsenz, umso mehr sind wir in der Lage, auch souverän mit dem Leben umzugehen. Wir haben schon gehört von dem Strom des Lebens, der alles mitreißt. Dieser Strom des Lebens kann nur uns mitreißen, wenn unser Geist nicht wachsam ist. Denn dann sind wir ausgeliefert den Bedingungen dieser Welt. Wenn unser Geist aber wach ist und klar ist und mitbekommt, was passiert, dann stellen wir uns in diesem Maße auch an das Steuerrad des Lebens und können das Leben entsprechend steuern. Das heißt, Zuflucht zur geistigen Klarheit zu finden, heißt auch Freiheit in unserem eigenen Handeln zu gewinnen. Noch einen Schritt tiefer. Ihr merkt, dass es viele Varianten gibt, Zuflucht zu nehmen, und alle gehen ein bisschen noch tiefer. Sie gehen immer mehr zum Substanziellen hin. Ich möchte jetzt sprechen kurz über die Zuflucht zum Herzensfrieden. Was ist damit gemeint? Unsere normale Lebensstrategie ist, draußen in der Welt bei der Buntheit der Dinge Glück und Zufriedenheit zu finden. Wir suchen dort, dass uns irgendwas glücklich macht. Irgendwer oder irgendwas. Das ist die falsche Strategie, weil es nie zu einem wahren Frieden kommen kann. Denkt an die abgeschabten und abgenagten Knochen. Die machen nie satt. Wo aber dagegen Glück und Zufriedenheit zu finden ist, ist eine ganz andere Sache, ist eine ganz andere Ecke, nämlich in uns selbst. Deshalb ist die Strategie des Buddha, die Achtsamkeit wenigstens ab und zu von dieser Welt mal wegzunehmen und auf uns selbst zu richten, den eigenen Geist stiller, ruhiger, harmonischer zu machen, da zu einem inneren Frieden zu kommen. Also die Stille in sich entdecken, Ruhe in sich entdecken, innere Harmonie in sich entdecken, also den Frieden des eigenen Herzens entdecken. Das ist immer noch bedingt. Aber er merkt, wer den ruhenden Pol in sich hat, wer Glück und Zufriedenheit in sich hat, ist in demselben Maße unabhängig von dem, was um ihn oder um sie herum passiert. Selbst wenn die Welt unterginge jetzt, sie tut es nicht, keine Sorge, aber selbst wenn die sogenannte Welt jetzt unterginge und dieser Herzensfriede da wäre, könnte nichts passieren. Und das ist ein Stück weit der Weg der Meditation auch, einen Zustand der inneren Zufriedenheit zu finden, einen Zustand der Transzendierung von weltlicher Erfahrung zu machen. Das ist etwas, was den allermeisten sehr fremd ist, weil unsere
Bewusstheit immer mit den Dingen der Welt zu tun hat. Und hier wird gelehrt, über die Welterfahrung hinauszusteigen. Über eine Erfahrung hinauszusteigen, in der es sinnliche Wahrnehmung gibt. Über eine Erfahrung hinauszusteigen, in der es Raum und Zeit gibt. Das ist eine Form der Transzendierung, die deshalb Sicherheit gibt, weil es in dem Moment, solange das andauert, man mitbekommt, es gibt Erfahrungsmöglichkeiten, die mit all dem Murks und Quatsch, der uns normalerweise beschäftigt, nichts zu tun hat. Und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, hat das natürlich auch Rückwirkungen auf den Alltag, auf den sogenannten gewohnten Alltag, weil wir dann merken, das ist ja alles nicht so wichtig, wie ich bisher gedacht habe. Das ist ja nicht die ganze Wahrheit, es ist nur ja, ein kleiner, unbedeutender Teil der Wahrheit. Er merkt schon an dem Punkt, dass das eine Zuflucht ist, die nicht so unmittelbar greifbar ist. Und trotzdem nenne ich sie, damit uns deutlich wird, wie weit und wie tief auch eine spirituelle Entwicklung reichen kann. Es geht noch zwei kleine Aspekte weiter, dann sind wir schon am Ende, zumindest was das Wissen um diese Dinge angeht. Zuflucht zur höchsten Wirklichkeit, habe ich das nächste genannt. Die Zufluchten, die der Buddha uns anbietet, die führen so stufenweise nach oben, nicht gleich ganz nach oben, stufenweise, relative Wahrheiten im Vergleich zu Dummheiten. Und da sollten wir wissen, dass es Verblendung, Illusion, Täuschung und Unwissenheit ist, die uns in unserer leidhaften Existenz binden, die in das Leben hineinführen, das wir zur Genüge kennen. Und all diese Formen von Unwissenheit, die lassen die weltlichen Zufluchten, die wir normalerweise betreiben, als attraktiv erscheinen. Und attraktiv deshalb, weil wir in vierfacher Art und Weise völlig an der Realität vorbeischauen. Denn wir betrachten etwas, was vergänglich ist, als unvergänglich. Wir betrachten Dinge, die nicht glücklich machen, als glückverheißend. Wir betrachten die Dinge, die sozusagen wesenlos sind, ohne einen Kern sind, ohne Substanz sind, die betrachten wir als Person, als substanzhaft, als dinghaft. Und das Letzte, wir betrachten Unattraktives, ja, Unschönes als schön. Das nennt der Buddha die vier ja, grundlegenden Vertretheiten unseres Geistes. Vertretheiten im wahrsten Sinne des Wortes, weil das mit der Realität nichts zu tun hat. Und trotzdem sind diese Dinge für uns so überzeugend oder sie scheinen so überzeugend, dass sie die Leitlinien unseres Lebens sind. Und deshalb geht es darum, in dem buddhistischen Training mit einem geschärften Geist die Realität so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Drei Daseinsmerkmale zu erkennen, wie sie in jeder Erscheinung uns gegenübertreten. Dass wir sehen, dass alle Dinge vergänglich sind, dass alle Dinge uns nicht zutiefst erfüllen können und dass alle Dinge ohne Substanz, ohne festen Kern sind. Die Sicherheit, die hier angeboten wird, ist die Sicherheit, die entsteht, wenn man Illusionen aufgibt und die Wahrheit an sich kennenlernt. Wenn man Meinungen, Vorstellungen, Ideen beiseite lässt und unmittelbar sieht, wie die Dinge sind. Dharma heißt ja das Tragende, ja, die Wahrheit, die uns tatsächlich trägt und nicht die dummen Auffassungen, die wir oft haben. Und damit bin ich beim allerletzten Punkt, bei der letzten Konsequenz, was all diese Zufluchten sozusagen zusammenführt, wo sie kulminieren, das ist die Zuflucht zum Ungewordenen nehmen. Zuflucht zum Ungewordenen nehmen. Warum? Der Buddha ist jemand, der nicht nur lehrt, wie man von Leiden frei werden kann, wie man das Leben sozusagen schöner machen kann, sondern der Buddha lehrt nur eines, wie man völlig von leidfreier Erfahrung frei wird. Ich sage, völlig davon frei wird. Und das hat eine weitreichende Konsequenz, denn wenn man völlig von Dukkha, von jeder Unvollkommenheit sich befreien will,
Dann muss einem klar sein, dass dieses Ziel innerhalb des Bedingten und Gewordenen und Entstandenen nicht möglich ist. Wo diese fünf Daseinsfaktoren Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und Bewusstwerden als Prozess, wo diese fünf da sind, ist Heil nicht zu finden. Weil diese fünf Daseinsfaktoren geradezu der Ausdruck dafür sind, dass wir ja nicht zum Ziel kommen. Wir sind damit einfach im Ungeborgenen. Und deshalb gibt es von dem Buddha zwei Arten von Anleitung, die aus dem Sumpf herausführen auf das trockene Land oder die von dem einen gefährlichen Ufer führen sollen zu dem anderen sicheren Ufer. Es sind zwei Arten von Belehrung. Also eine ist der Versuch, innerhalb dessen, was wir Leben nennen, innerhalb des Systems unserer Erfahrung, in eine bessere Situation zu kommen. Um es im Bild zu sagen, wir sind im Strom, wir sind mitten in den Wogen, und da geht es erstmal darum, den Kopf aus dem Wasser zu halten, also nicht Wasser zu schlucken und unterzutauchen. Innerhalb unserer Erfahrung zu besseren Erfahrungsmöglichkeiten zu kommen. Das sind all die relativen Wahrheiten, über die wir heute schon gehört haben. Aber das ist nur die halbe Miete. Der Rest der Miete besteht darin, an das Ufer zu kommen, sozusagen auf sicheren Boden zu kommen und von draußen den Strom zu betrachten, wie er dann uns nicht mehr tangierend an uns vorbeifließt. Und das sind die tiefsten und letzten Wahrheiten, auf die uns der Buddha aufmerksam macht. Er sagt, ihr müsst gar nicht, wenn ihr aufs Ufer wollt, müsst ihr aus dem Wasser raus. Also keine Sorge jetzt, wer im Wasser bleiben will, der darf ja bleiben, ist ja kein Problem. Nur man kann nicht beides wollen, man kann nicht Sicherheit und Freiheit und Glück haben wollen und gleichzeitig im Wasser bleiben wollen. Das funktioniert nicht. So, also erstmal Kopf über Wasser halten und dann entscheiden, will ich an das Ufer, will ich wirklich raus, will ich in Sicherheit? Und dann heißt es praktisch die Übung und den achtfachen Weg, den der Buddha ja oft und oft uns darstellt und nahe bringt, auch zu üben. Und für diese absolute Sicherheit steht das Wort Nirvana. Das ist der Ausdruck, den der Buddha gebraucht hat, um etwas zu beschreiben, was eigentlich unbeschreibbar ist, weil es jenseits aller Erfahrung ist, aber eine Situation absoluter Freiheit, absoluter Sicherheit und absolutes Ende von Dukkha. Und er nennt das, und das ist auch mein letzter Satz, dieses Nirvana, nennt er das andere und das gefahrlose Ufer, das Eiland, den Schutz, die Zuflucht, das Alterlose, das Beständige, das Unzerbrechliche, das Friedvolle, das Todlose, Sicherheit, Vollkommenheit, Ende der Not und, und. Es sollte genügen.